Hallo, herzlich willkommen hier bei Hallo Krypto. Aus ungewohntem Setup, wie ihr seht. Wir sind nicht im Studio, wir sind auch nicht zusammen. Mein Kollege Jan ist nicht dabei, aber dazu später ein bisschen was. Erstmal wichtig ist, wir sind nur noch knapp 3 Wochen, nicht mal mehr ganz 3 Wochen vom Bitcoin Halving entfernt und es baut sich gerade etwas Massives auf. Es sieht so aus, als wenn Bitcoin innerhalb der nächsten Tage auf ein ganz neues Niveau pumpt. Das heißt, wir nehmen das All-Time-High raus und zünden die nächste Stufe und gehen dann immer mehr und immer sicherer in die parabolische Phase rein. Das ist natürlich etwas, was sich viele wünschen, aber auch einige befürchten, beziehungsweise die warten einfach immer noch. Und wenn ihr dazugehört, die immer noch wartet, ich würde mal dran zweifeln, ob das gut ist. Keine Finanzberatung, ihr kennt das auf unserem Channel, wir geben nur unsere eigene Meinung wieder. Aber ich glaube, die Zeit abzuwarten ist wirklich vorbei. Bei Bitcoin haben wir sicherlich in den nächsten Tagen eine hohe Chance, dass ein großer Pump kommt. Aktuell sind zum Beispiel 1,4 Milliarden an Inflows auf Coinbase registriert worden. Das heißt, da ist frisches Geld hingekommen. Und was werden die mit dem Geld tun? Die werden es da wohl nicht liegen lassen, sondern wird wahrscheinlich benutzt werden, um Coins zu kaufen. Und da ist natürlich Bitcoin ganz vorne mit dabei. Das mal so als eine Information. Das andere, was natürlich aktuell bewegt, sind die ganzen Stories aus den Altcoins. Die Altcoins bauen ja auch momentan eine Stärke auf. Dass auch da hat man den Eindruck, die sind sozusagen auf der Sprungschanze und zünden innerhalb der nächsten Wochen die nächste Stufe und gehen dann in eine Alt-Season. Bitcoin macht sie nicht leicht. Normalerweise geht ja die Bitcoin-Dominanz immer runter und dann steigen die Altcoins. Aber Bitcoin ist so stark, dass es den Altcoins gar nicht ermöglicht, so viel Raum zu haben, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Noch allerdings nicht. Und das ist auch typisch. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind innerhalb des Cycles immer noch wirklich vorm Halving und das ist die typische Bitcoin-Phase. Das heißt, auch wenn ihr bei Altcoins jetzt vielleicht ein bisschen frustriert seid, weil es in den letzten 2-3 Wochen in den meisten Fällen nicht voranging, sogar Rücksetzer kam, absolut normal, absolut normal. Lasst euch davon nicht abschütteln. Ich bin entsprechend ganz, ganz entspannt. Habe sogar ein bisschen geschaut, wo kann man vielleicht nachjustieren. Habe den Dump genutzt, um einen kleinen Trade zu machen bei Ondo. Ist ein Real-World-Asset-Projekt. Günstig geschossen, habe mit einer kleinen Position. Ich meine, solche Möglichkeiten gibt es. Und das ist eben das, was man aktuell machen kann. Wenn man positioniert ist, cool bleiben, sich freuen. Das Beste kommt noch. Und wenn man noch nicht positioniert ist oder noch nicht vollständig positioniert ist, dann wirklich guckt euch an, was sind die Dinge, die euch interessieren, was sind die Coins und die Narrative, die ihr haben wollt. Und dann, glaube ich, wird es Zeit, langsam auch Positionen einzugehen, weil so viel Zeit bleibt nicht mehr. Und wenn wir erstmal in der parabolischen Phase sind, dann kaufst du halt leider teuer. Na klar, auch dann kann man noch Gewinne machen, aber es wird halt zunehmend schwieriger. Nochmal kurz zurück zu Boss Bitcoin. Da ist es so, dass wir eine relativ starke Bewegung ja gesehen haben, seit die ETFs auf den Markt gekommen sind. Das heißt, die Bitcoin-ETFs spielen eine entscheidende Rolle und das hört nicht auf. Das Interessante ist, es gab bisher überhaupt nur 2 negative Wochen, was die Inflows anging. Das heißt, an 2 Wochen hat GPTC mehr verkauft, als über die anderen ETFs reinkamen. Und dieser Trend ist ungebrochen. Und wenn man überlegt, dass viele große Vermögensverwalter, Investmentfonds und so weiter auch Entscheidungen langsam treffen, dann weiß man, dass eben die sind nicht gleich am zweiten, dritten Tag, als die ETFs da waren, sofort in der Lage, zack, zu sagen, wir kaufen jetzt, wir gehen da rein, sondern die müssen sich das überlegen, die beschließen eine neue Asset-Allokation, die sagen sich vielleicht, okay, wir haben bisher noch kein Bitcoin, das ist jetzt möglich, ist auch rechtlich für uns einfacher durch ETFs, wir wollen jetzt mal 2% dahin schieben. Und dann läuft das langsam, das heißt, das kommt auch noch und die Flows sind ungebrochen, weshalb wir relativ sicher sagen können, Bitcoin hat auch immer noch ganz schön viel Luft nach oben. Aber natürlich, die ganz großen Gewinne in diesem Bullenmarkt werden mit den Altcoins gemacht und da sind einige Altcoins natürlich besonders prädestiniert, vor allem die AI-Coins. Haben ja bisher schon massiv geliefert. Ich sehe da auch weiter Potenzial. Jetzt ist ja diese große Nachricht da mit dem Merge von Fetch AI, von Agix und von Ocean Protocol. Interessant wird natürlich ein relativ hohes Market Cap denn schon haben, aber ist gleichzeitig damit auch ein interessanter Wettbewerber zu Bittensor, Tao, dem anderen wirklich großen AI-Coin, der aktuell ziemlich korrigiert. Vielleicht gibt es da eine Chance. Könnt ihr euch mal angucken, ob das was für euch ist. Der hat aktuell Schwäche und wie gesagt, wenn man mittel
mittelfristig denkt, dann ist solche Schwächephase immer eine Chance, sich auch zu positionieren, wenn man das mag. Ja, das so ein bisschen als kurzes Update, um auch von unserer Seite mal wieder ein Lebenszeichen zu senden. Also ich glaube, als Fazit können wir rausgeben, Bitcoin, kurze Ruhephase, ja, kurze Ruhe. Ich glaube, dieser Korrekturmodus, wenn man ihn überhaupt so nennen darf, ist schon wieder vorbei. Es sieht ganz danach aus, als wenn jetzt in den nächsten Tagen die nächste Stufe zündet. Die On-Chain-Daten und die Daten von Coinbase deuten darauf hin. Und bei den Altcoins wird es dann auch in Zukunft schnell weitergehen. Wir haben solche Ruhephasen immer wieder zwischendrin. Das heißt, es geht so stufenmäßig hoch, eine Stufe seitwärts, hoch, eine Stufe hoch, seitwärts und so weiter. Und immer diese Seitwärtsphasen, seitwärts, leicht, abwärts, das sind die Chancen, die man nutzen muss, um sich zu positionieren, wenn man will. Ja, ihr macht sicherlich das Beste draus. Ich wünsche euch das auf jeden Fall. Wie gesagt, keine Finanzberatung, macht immer den eigenen Research. Und jetzt noch ganz kurz für die, die uns häufiger gucken. Also erstmal vielen Dank, dass ihr immer wieder dabei seid. Ja, wir haben aktuell die Situation, dass mein Partner Jan von Altcoin aktuell nicht verfügbar ist. Während ich in Mexiko bin, ist es eher in Europa. Also es ist alles ein bisschen wild, aber wir kriegen das bald wieder in gesittete Regionen hin und dann kriegt ihr auch von uns wieder Videos in der üblichen Aufmachung und dann sind wir wieder im Studio und wir haben noch echt einiges vor. Insofern bleibt dran. Wenn euch das gefällt, bitte like das hier, haut's raus, dass YouTube uns ein bisschen besser ausspielt und ja, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal und das Allerwichtigste ist natürlich, tradet immer safe und bleibt der Blockchain. Toll.